Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Untersuchungsdokumentation auf meinem Kanal. Wer diesen Kanal schon länger verfolgt, dem wird die Selbstmörderscheune nicht unbekannt sein. Ich war schon mal hier im Einsatz. Damals wurde ich eingeladen vom Pascal. Gut, diesmal war ich auch wieder mit Pascal unterwegs. Aber wir hatten noch eine Gastermittlerin dabei, die Ilona. Und wir erhofften uns, bei dieser Untersuchung wieder neue Antworten zu bekommen über die Personen, die eventuell noch hier verblieben sind. Wie man unschwer an der Architektur erkennen kann, befinden wir uns hier im Norden von Deutschland. Wo genau, werde ich natürlich zum Schutz des Ortes nicht preisgeben. Wie immer bitte ich darum, dass auch in den Kommentaren darauf geachtet wird, keine Ortsnamen oder sonstiges zu nennen, falls jemand diesen Ort erkennt, denn diese Kommentare werden von mir nicht freigegeben. Aber beginnen wir nun mit dem Video. Zum Historischen kann ich leider nicht viel beitragen heute, da mir nicht bekannt ist, wann diese kleine Scheune überhaupt irgendwann mal erbaut wurde. Gerade bei solchen Gebäuden ist es immer relativ schwierig, weil einerseits, man sieht ja, man hat ein Rebdach, das heißt, es muss generell immer mal wieder erneuert werden, denn so ein Rebdach, das hält ja 30, 40, 50 Jahre vielleicht und dann war es das aber auch schon, dann muss es wieder erneuert werden. Bei der Grundsubstanz, die sieht auch erstmal nicht so alt aus. Von daher gehe ich jetzt hiervon mal aus, dass es auch wirklich eine Scheune ist, die relativ neu ist. Wird sehr oft für Tierhaltung genutzt, allerdings auch als Schutzhütte für Wanderer. Und gerade im hinteren Bereich sieht man das ganz gut, denn da ist eine ganze Sitzgarnitur aufgebaut, wo die Leute sich eine kleine Rast gönnen können. Wieso aber Selbstmörderscheune? Wie der Name schon sagt, haben sich hier diverse Personen drinne umgebracht. Die meisten, soweit ich das weiß, haben sich erhangen und wurden dann sozusagen nach ihrer vollendeten Tat dort aufgefunden. Öffentlich wurde das nicht allzu groß publiziert, allerdings konnten einige Personen aus internen Polizeikreisen, die sozusagen jemanden kannten, der davon berichtet hat, dann doch diese Informationen herausholen. Und so ist uns dann im kleinen Kreis bekannt, dass da drinnen sich mehrere Leute umgebracht haben. Warum sie das genau in dieser Scheune getan haben, kann ganz einfache Gründe haben. Und zwar einerseits in der Nacht ist es ein bisschen abgelegen vom Ort und daraus resultiert, dass man natürlich erstmal eine ganze Zeit lang ungestört ist. Das heißt, die Chancen stehen sehr gut, dass man in der Nacht genügend Zeit hat, alles zu arrangieren und man erst am nächsten Morgen gefunden wird. Zunehmend ist es natürlich etwas schwieriger, dadurch, dass jetzt neuerdings Ghost Hunter hier unterwegs sind. So, Selbstmörderscheune, 22.22 Uhr. Das war ziemlich ruhig, ne? Wenn du jetzt mal so Windgeräusche sagst. Leise Windgeräusche von draußen für die Kamera dann. Wenn du so liest, ne, wie, ich meine, da ist ja nur ein Holztor, zwei Fenster, ein Rebdach. Ja. Dann auch echt ruhig, ne? Also wirklich. Obwohl ja draußen auch durch die Bäume viel Bewegung ist. Ne? Ja. Also das hat man letztes Mal auch, ja. Ja. Also ganz kurz zur Erklärung, was wir jetzt am Anfang machen, ist, dass wir ein bisschen ruhig bleiben, den Ort auf uns wirken lassen. Eventuell Störgeräusche schon mal herausfinden, zum Beispiel das mit den Windgeräuschen von draußen. Dass man sozusagen wie so einen Nullpunkt hat von dem Ort selbst, so einen Eindruck. Weil wenn wir jetzt direkt anfangen mit EVP-Sitzung oder so, da
dann wissen wir gar nicht, was jetzt genau für Geräusche drauf einwirken. Das sollen wir erst, wenn wir wirklich eine ganze Weile ruhig sind. Hm. Und hier habe ich einfach auch mal so einen Magen oder sowas, ne? Das ist nur eine Andeutung, wenn man auffällt. Manchmal hören die anderen das nicht so wie einer selbst, ne? Und wenn man dann eine Audioaufnahme macht, ist das, dann weiß man dennoch, okay, das war der Magen. Mhm. Einem selber, ne? Ja. Aber wenn du so ein leises Knurren und so betrifft, das hören die anderen dann manchmal nicht. Ne? Nur wenn du selber hörst, auch sie an. Ja. Also nicht genieren, selbst wenn du mal pupsen musst, einfach sagen, wir pupsen, Ilona. Ist so. Und so, also so Sichtungen und so habe ich hier bisher. Das heißt Sichtung. Ich hatte mal ein Erlebnis hier, das war, das saß ich hier auch drin. Die Tür war auf, ne? Bewusst, der obere Teil der Tür, ne? Den kannst du ja aufklappen. Und da ja, saß ich hier halt alleine, die anderen waren da. Und dann habe ich kurz mal dazu zur Wand geguckt, ne? Und dann wieder dahin. Und ich meine, in dem Moment, als ich in dem Spalt, der offen war, so eine Art Oberkörper gesehen hatte. Kann auch natürlich nur Einbildung gewesen sein, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall. War auch wieder so aus dem Augenwinkel heraus, aber so millisekundenmäßig einfach, ne? Da haben wir doch schon mal drüber gesprochen, weißt du noch? Mhm. Sehr gut. Mit dem Infrarotbereich, den du auch ganz minimal aus dem Augenwinkel ja quasi irgendwie wahrnehmen kannst. Nicht mal wirklich wahrnehmen kannst, aber es möglich sein kann, dass du vielleicht mal einen kleinen Einblick hast. Ne? Also das Auge kann an den Seiten hat es ein größeres Spektrum im Infrarotbereich. Okay. Daher könnte es theoretisch sein, dass du vielleicht im Augenwinkel wirklich mehr wahrnimmst, als vielleicht vorhanden ist. Ja. So, 22.49 Uhr. Aktivsession. Ja. Nicht so flüstern, Mensch. Ja? Nicht so flüstern. Ja, ich dachte, ihr hört mich. Das klang lauter an meinem mein Kopf. So. Ich hab gehört, dass er gesagt hat, so in meinen Kopfhörer rein. Mhm. Ja, ich wollte es nur für die Kamera noch erwähnen, dass die das auch hört. So, EVP Session 1, Scheune. Ja, schönen guten Abend. Wenn hier jemand mit uns ist, der wird uns wahrscheinlich zum Teil kennen. Mein Name ist Chris. Neben mir habe ich die Ilona. Mir gegenüber sitzt der Pascal, der ja schon sehr oft hier war. Also den müsstet ihr ja eigentlich sehr gut kennen. Moin. Wir wollten gerne mal wissen, ist außer uns noch jemand in diesem Raum? So wie der Chris gerade schon gesagt hat, vor mir hier steht ein Gerät, das könnt ihr berühren, falls ihr das denn, oder falls du es denn wahrnehmen kannst. Ich kann ja einmal kurz vormachen, welche Geräusche es von sich gibt, wenn man in die Nähe dieses Gerätes kommt. Ne? Also fühl dich oder fühlt euch frei, dies einfach mal zu tun, so wie ihr. Also, ich mache jetzt einfach mal kurz vor, nicht erschrecken. Das klingt gleich ein bisschen komisch. Ah, seht ihr? Guck mal. Das ist, wenn man es ganz leicht, wenn man ganz leicht nah ran, ganz leicht rangeht. Wenn du näher rangehst, dann wird das Licht orange. Noch näher, dann wird es blau und irgendwann wird es dann rot. Also vielleicht, falls jemand das jetzt mitbekommen hat und Lust hat, uns mal zu zeigen, dass jemand hier ist, fühlt euch frei, fühlt dich frei, auch dieses Gerät hier vor mir zu berühren. Oder in die Nähe zu kommen. Ist das immer lauter oder? Irgendwie wird es lauter, ne? Das ist einfach nur eine akustische Täuschung durch den Wind.
Nee, das ist auf jeden Fall Musik. Darf ich ganz kurz mal gucken, ob da ein Auto steht? Ja, klar. Weil irgendwie höre ich da die ganze Zeit Musik. Ich rück mal raus. Ja, weil das ist doch jetzt... Will ich mir nicht mehr. Das kann ja sein, da stand schon was. Du lässt mich jetzt hier allein. Ja, klar. Hier kann nichts passieren. Außerdem bist du gerade Video überwacht. So, lebst du noch? Ja. Oh, jetzt ist es. Ach, die Olle. Das Ding ist ja normalerweise auch nicht. Ja, vor allem hier vorne siehst du es gar nicht. Nee. Ich dachte, wir beginnen erst ein paar Meter weiter hinten. Das wäre spannend gewesen, wenn die Luna weg gewesen wäre. Das wäre crazy. Ja. Das wäre wirklich. Sollte man das der Polizei erfahren? Ja, das ist schwierig, ne? Genau. Die Luna weg und die Kamera ausgeschaltet. Waren Sie denn in der Zeit? Wir waren nur kurz draußen gucken. Ja. Weiß ja nicht. So. Also wir haben jetzt draußen gehört, dass da von da drüben irgendeine Musik herkommt. Vom Wind wahrscheinlich sehr weit rüber getragen. Okay. Deswegen immer mal so stoßweise auch. Und eine weitere Vermutung, dass es durch den Nebenraum verstärkt wird, nochmal so als Schall. Was kann ich? Ja. Ich habe eine kurze Frage. Hm? Von denen du das, die Information hast, dass ich hier jemand umgebracht ja. habe, hat er definitiv gesagt, dass er sich erhangen ja. hat, oder? Okay. 100%. Und das soll nicht nur einmal vorgekommen sein, das ist ein paar Mal vorgekommen. Also bis 2007. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das danach nochmal wieder passiert ist. Weil, ein Knacken, also ein Stroh an der Sonne. Und ich glaube, die Luna hat gegeben. Ich habe gegeben. Entschuldigung. Nee, jedenfalls, man weiß es ja nicht ganz genau, weil sowas ist leider nicht immer, wenn sich jemand umbringt an einem Ort, steht das nicht in der Zeitung. Genau. Ist nicht nachzulesen. Ne? So, und deshalb, also ich weiß nicht, ob danach wieder was passiert. Das kann natürlich sein, weil es ist halt ein Sport, ne? Mhm. So, und ich weiß auch nicht. Also, da bricht sich rum in der Selbstmörder-Szene. Was denn? Es bricht sich rum in der Selbstmörder-Szene. Ja, es gibt sicherlich diverse Foren und so, wo das sicher aufgelistet ist. Es gibt ja tatsächlich Foren, wo suizidale Kandidaten tatsächlich sich darüber austauschen, wo man sich denn am besten wie umbringen kann. Mhm. Das ist schon mega makaber, ne? Ja, klar. Wir müssen dauernd die Admins wieder wechseln. Es gibt tatsächlich auf Facebook auch solche Gruppen, das ist mega krass. Die werden auch gar nicht überwacht von Facebook, das ist total. Mhm. Weil dadurch verstoßen die ja nicht gegen Regeln. Ja. Das ist ja die Konversation, das ist ja Meinungsfreiheit. Ist es vielleicht sowas wie eine Strafe, dass du noch hier sein musst, weil du dir das Leben genommen hast? Bist du vielleicht aus Liebeskummer aus dieser Welt getreten? Oder hattest du vielleicht Geldsorgen? Wie nimmst du uns drei, die wir hier im hinteren Raum dieser Scheune sind, oder dieses Raums von der Scheune, wie nimmst du uns wahr? Kannst du uns hören? Was mich persönlich interessiert ist, wie sieht es denn aus, wenn hier jetzt jemand bei uns ist, der uns tatsächlich akustisch
oder visuell oder beides verstehen kann, sehen kann, wie fühlt es sich an, gesetzt im Falle, du bist die Person, die sich hier das Leben genommen hat, wie fühlt es sich für dich an, zu wissen, wenn du denn, wenn du noch denken kannst, zu wissen, nie wieder neben einer Frau zu liegen, nie wieder ein feines Mahl zu sich zu nehmen, nie wieder mit Freunden etwas zu trinken, nie wieder zu lachen, nie wieder ja, die positive Emotion von jemand anderem eins zu eins wahrzunehmen. Nur weil, ich gehe jetzt mal von aus, du dir das Leben hier genommen hast, was sehr schlimm ist. Du hattest natürlich deine Gründe, aber vielleicht war es ja auch ein Unfall, vielleicht wolltest du eine Aufmerksamkeit und es ist etwas schiefgelaufen. Ich kann es nicht beantworten. Ich kann nur spekulieren, die Details kenne ich nicht. Und falls ich dich da jetzt mit, ja, emotional, wenn du den Emotionen noch aufbauen kannst, berührt habe, darfst du dich gerne mitteilen, mir das auch persönlich sagen, wenn ich dir zu nahe getreten bin. Aber das sind halt auch die Fragen, die mir jetzt durch den Kopf gehen, weil, ne, einfach wunderschön ist das ja jetzt nicht, ne, sich an so einem Ort umzubringen. Und man zieht natürlich dementsprechend nicht nur sich damit ins Leere, sondern auch diejenigen, die einen lieben, und die sind mit Sicherheit da. Und die sind mit Sicherheit da. Alles klar. Magst du das bitte nochmal machen? Falls du das jetzt warst. War das grün? Ja, ne? Ja, ganz kurz. Ja. Ganz kurz. Okay, kann auch vielleicht irgendwie eine Spinne. Ich kann das gar nicht sehen, Spinne oder so gewesen sein. Was denn, glaube ich, gerade hin, ob du irgendwas siehst? Ich bewege mich jetzt aber gar nicht. Ich weiß nicht, ob Mücken wird auslösen. Also, glaube ich, damals nicht probiert. Na gut, ich habe gerade, weil hier ist gerade ein Auto vorbeigefahren. Mhm. Das vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Das war das einzige Auto bisher und genau, wenn das Auto vorbeifährt, schlägt das Ding mal ganz kurz aus. Ne? Das war seltsam, habe ich aber auch. Das ist ja eine CB von dem Auto. Du. Also, jedenfalls, falls du uns da irgendetwas zu sagen willst, wenn du denn hier bist, oder vielleicht spreche ich auch einfach den leeren Raum und es ist nichts hier, aber deswegen sitzen wir ja hier, um, wenn es denn möglich ist, ne, den Kontakt zu denjenigen herzustellen, die noch da sind, irgendwie. Wir können nicht genau sagen, wie, aber wir vermuten es. Ne, deswegen machen wir das Ganze auch. So, weil wenn dies möglich wäre, wäre es ja für alle einfacher. So, und deswegen, falls du es kannst, trau dir das bitte zu, uns das auch zu zeigen. Denn wir sitzen hier und investieren die Zeit darin, nicht weil wir Langeweile haben, sondern weil wir es wirklich ernst meinen mit dem Ganzen. Und deswegen, vielleicht nimmst du dir das ja auch zu Herzen, wenn du das noch kannst, und zeigst uns deinen letzten Funken positive Emotionen. Habt ihr vielleicht noch eine Botschaft an einen Hinterbliebenen, einen Freund oder Verwandten? Ich würde mal die Dowsing Words ausprobieren. Mhm. Sitzen weiß ich nicht, ob ich gerade bin oder nicht. Muss den richtigen Winkel haben, ja, weißt du? Ja, es muss halt relativ gerade sein. Mhm.
Kilo, ne? Ja. Da sind ein Taschenlampe dabei. Ja. Das klappt kurz an. Genau. Wenn ich sie sehe, dann weiß ich wenigstens, dass ich halbwegs gerade bin oder so. Ja. Oder bin ich einfach drüben? Jetzt habe ich was, ja. Was machen? Nee, lass mal. Fuck ja. Oh, halt. Stehst du gerade vor mir? Kannst du bitte etwas näher auf mich zukommen? Vielen Dank. Bist du jemand von denen, die sich hier drinnen erhängt haben? Und ja, dann drück sie bitte nochmal so auseinander wie eben. Wenn nein, kannst du sie gerne überkreuzen. Ich hab's doch ansetzen. Jetzt, wenn es ganz gut wird, dann halte ich ein bisschen besser ruhig. Ja. Ja, sieht das gerade aus? Bitte? Sieht das gerade aus? Ja, hier drin ist es irgendwie schwierig. Mhm. Der Boden ist das so uneben. Ja, stimmt. Jetzt ist ist jemand mit uns hier? Nee. Hat keinen Sinn hier drin. Scheiße. Vorhin hatte ich kurz dieses Gefühl, als ob irgendwas da ist, wo es dann auch auseinandergegangen ist. Das fühlte sich echt an, aber bei mir ist es immer so, also das ist so vom Gefühl her, wie als ob das leicht magnetisch angezogen wird. Fühlt sich das immer an. Wenn ich das, dieses Gefühl nicht habe, dann ist es wie als ob ich einfach nur die Stäbe in der Hand halte. Also, dann passiert dann, und da weiß ich auch immer, wenn irgendwas passiert, dann ist es meistens durch mich selbst. Und das muss man halt wirklich immer ganz gut hinterfragen. Ja. Nee, ich glaube, bei dem Boden geht das recht schlecht. Ja. Wenn ich mal gucke, das sieht hier wirklich komplett uneben aus. Das ist ja alles. Ja, das ist ein Stein. Da klappt es dann drüben besser. Ja. Bitte. Das gehört? Ich spüre. Ich bin gegangen, oder? Ja, aber das ist auch richtig Vibration. Mega, ich habe das auch gemerkt. Und Bums hat das gemacht. Ja. Bitte. Das gehört. Das war ja richtig. Als ob irgendwie ein großer Stein oder so auf dem Boden gefällt. Ja, 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 ja. Oder eine
Also eine Bombe vom Balken explodiert oder so. Mhm. Bumm. Ja? Also das war jetzt merkwürdig, weil das ist ja richtig diese Vibration. Ja, ich habe das auch gespürt, tatsächlich. Mal kurz rausgucken. Ja, das interessiert mich. Jetzt lass mal rausgehen und gucken. Ja. Also das war ja komisch. Lass mich ein bisschen hin. Wie es von hier kam, ne? Ist vielleicht, das hätte man ja gehört, wenn irgendwo ein Ast abbricht. Das war kein Ast. Nee. Dann als ein Felsen irgendwo auf dem Boden. Felsen, genau. Oder sowas, oder? So, Boden ist richtig gut. Ich hab's richtig in den Füßen gespürt. Ja, ja, genau. Krass. Der Felsen steht noch. Wenn der jetzt auf einmal hier vorliegen würde. Das wäre strange. Ist der da hinten auch? Ja, da bin ich rausgekommen. Das war jetzt aber gerade wirklich merkwürdig. Finde ich auch. Ganz kurz bloß probieren, aber wenn ich denke, dass es das nicht sein kann. Mhm. Hast du Licht? Nee, nee. Was denn? Dann überleg doch das Ding vielleicht hier. Das wird auch nicht diese Vibrationen im Boden erklären. Nee, das war was anderes. Und das kam auch eindeutig von draußen. Das ist interessant, du hast Geräusche, die du aber wirklich nicht zuordnen kannst. Tja. Das ist so, ne? Ja. Mir ist gerade ein Name in den Kopf geschossen. Weiß ich nicht, vielleicht hat er ja irgendwie was hiermit zu tun. So ganz randommäßig schoss er mir in den Kopf. Ist jemand hier, der Martin heißt und irgendwas mit der Zahl 7 zu tun hat? Soll ich räuspern? Also nochmal. Irgendein Martin mit der Zahl 7? Fragezeichen. Chris, hast du dich gerade ein bisschen bewegt so mit deiner Kamera? Ja, ich habe sie hier in der Hand. Ich habe gerade neben dem Strohballen von mir aus rechts gesehen, so irgendein roter Punkt, der hinter Ernsthaft? Der hinter den Strohballen verschwunden ist. Das gibt's doch nicht, weil ich habe da drüben auch des Öfteren, also einmal rechts, das war aber ein grüner Punkt, dann habe ich auf dem einen roten Punkt gesehen, aber schon ein bisschen länger, ja? Ja. Ich dachte nur, dass es halt irgendwie komplett hier... Nee. Deswegen habe ich gefragt. Den konnte ich gerade richtig gut sehen. Der ist... Sah das aus wie irgendein elektronisches Licht? Ja, sah aus wie ein roter elektronischer Punkt. Wie auf deiner Cam halt. Ein roter Punkt. Der hinter dem, der war ungefähr von mir aus gesehen neben dem Strohballen und ist dann irgendwie nach links verschwunden. Nach links gegleitet, whatever. Also es war ganz am Anfang, da habe ich erst gedacht, weil ich gucke so rüber und so auf Höhe von dem Türschlitz, wie als ob da so ein richtig starker grüner Punkt wäre. Ne? Ich dachte, okay, nee, das kann jetzt nicht gewesen sein oder so. Mhm. Das kann ja immer mal sein, gerade auch wenn ich jetzt als Brillenträger, ne, dass ich irgendwo eine Reflexion habe. Und dann habe ich oben neben meiner Kamera, also rechts daneben auf dem Strohballen, meinen roten Punkt gesehen gehabt.
Also das war definitiv keine Spiegelung oder sonstiges. Das sah hundertprozentig aus wie ein roter Punkt, der irgendwie hinter den Strohballen verschwunden ist. Ob da jemand in der Kamera sitzt und sich dann hinter den Strohballen versteckt. Weil den Punkt von der Kamera siehst du ja. So, als ob der Punkt hinter den Strohballen verschwindet. Ja. Weird. Deswegen dachte ich, du hast irgendwie... Aber kann ja eigentlich nicht. Da kann sich ja nichts spiegeln am Strohballen. So, nee, eigentlich nicht. Nee. Das war ein bisschen weird. Und das habe ich wirklich gesehen. Hundertprozentig. Ja, bei mir war es halt immer so aus dem Augenwinkel und so. Sogar sehr gut halber Augenwinkel, sagen wir mal so. Es war schon relativ direkt, aber es war gerade so den Moment, ne? Ich gucke rüber und dann sehe ich es. Dann kann es natürlich schnell mal eine Täuschung sein. Naja. Deswegen hatte ich es jetzt nicht großartig bewertet, aber wenn du jetzt auch was gesehen hast, dann wird es dann interessanter. Ich weiß nicht, Ilona, hast du mal irgendwas gesehen? Nicht gesehen. Vor allem, ich habe da hingeguckt, ne? Das genau auch an dem Punkt habe ich geguckt und dann ist da ein roter Punkt und auf einmal war wieder weg. Ich habe zu dir geguckt, weil du die Kamera so an die Hand gelassen hast. Okay, gut. Also ich habe genau dahin geguckt, wo ich diesen roten Punkt gesehen habe, der dann hinter dem Strohballen sich wieder versteckte. Ja. Da ist ja nichts, ne? Feuchte Stellen. Ich hätte vorher auch an Mäuseaugen oder sowas gedacht, aber das würde auch ganz anders aussehen. Also wenn das eine Maus war, Wenn die Mondmaus. Ratte mit roten Augen. Aber die wird ja nicht angeschrieben. Die hatte dann ja selbstständige. Also selbstständig. Hier ist sowieso nichts drauf, was irgendwie Bildkamera so machen. Ich will jetzt mal ein bisschen den Ballen mehr im Blick haben. So, jetzt sind wir mittlerweile zwei Personen, die da drüben schon irgendwelche Lichter gesehen haben am Eingang. Oder im Eingangsbereich. Was sind das denn für Lichter? Können Sie noch mal kurz aufleuchten? Maus irgendwo rechts. Ich auch das Knistern, ne? Ja. Macht da gerade ein bisschen Party. Oh. Okay. Möchte mal ganz kurz mit der Tasche noch rein? Nee, okay. Ist da nichts? Nee, ist nichts. So.
Ja, ist das jetzt jemand, der sich hier mitteilen möchte? Oder war das tatsächlich irgendwie ein Tier? Die Frage ist nur, wo ist denn das Tier hin? Und wie ist auf eine Antenne gekommen? Fledermaus vielleicht? Ja, die hat man gehört, wenn sie fliegt. Eigentlich ja, ne? Knuspert aber ordentlich da. Ja. Klingt wie eine Maus. Ja, das ist eine Maus. Sonst wurden keine unseren Werte angezeigt, oder? Was denn? Sonst wurden keine unseren Werte angezeigt, oder? Was denn? Meinst du auch mal das auf meinem Genau. Da konnte ich gar nicht sehen, ich habe meinen Fuß hier. Achso. Keine Ahnung. Okay. Wahrscheinlich nicht. Ich kann es dir aber nicht genau sagen. Ja klar. Da hat einen blauen Punkt gesehen. Von? Ja, gleich hinter dem Gerät auf dem Fußboden. Achso. Ich werde da mal nicht hingeleuchtet gerade. Ja, ein blauer Punkt? Direkt drauf geguckt oder? Nee, das ist kurz hinter dem grünen Licht da gewesen. Ja, ich meine nur direkt drauf geguckt oder saß ein Augenwinkel? Nee, direkt drauf geguckt. Okay. Nein, wie gesagt. Hier ist los mit Lichtern. Tja. Grüne, rote, blau. Das war bestimmt die Mutter. Weißt du, was ich jetzt mal kurz mache? So, da wird jetzt mal hingeschrieben. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da eine Maus ständig langläuft. Nee, eine Maus auf keinen Fall. Das würde man doch hören, oder nicht? Na, vielleicht müsste es eigentlich gerade im Blick gehabt haben. Vielleicht sieht man es auf der Kamera. Ja, ich weiß nicht, ob das bei der Mücke aufschlägt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Obwohl, ich weiß es auch nicht. Wir müssen die Antenne mal mit Insekten bewerfen. Genau. Wir fesseln und knebeln die und werfen die dagegen. Ja. Das war deine Hand, glaube ich, ja. Warte mal. Also die von der Dichte her. Also eine Mücke ist nicht so dicht wie ein, obwohl, weiß ich auch nicht. Na gut, ja, der liegt drauf jetzt, das ist was anderes. Das ist ja was anderes. Aber ich weiß nicht, ob eine Mücke von der Dichte her wie so ein Stück, dickes Stück Stroh ist. Hä? Hm? Wir haben hier mal gerade gepiept. Nee. Ah ne, deine Rückkopplung. Entschuldigung, oh ja, ich bin da drauf. Selbst mit so kleinen Kopfhörern, ne? Das wäre jetzt so schön gewesen. Nee, aber jedenfalls. Probier mal so ein bisschen nur von dem Sand zu nehmen. Ja. Um mal so drüber rieseln zu lassen. Nee, da passiert gar nichts. Ich weiß nicht, ob das an der Dichte liegt, ich vermute es, ne? Also, Mücke hat jetzt aber auch nicht diese Wurmmasse, ne? Nee. Deswegen ja, wie so ein Stück Stroh, dickes Stück Stroh, eine Mücke ist doch nicht dicker. Dichter, weißt du? Nee, ja. Ne. Ja, filigraner. Ja. Deswegen, ich habe gerade geguckt, hätte sein können, dass irgendwie von da oben was runterwühlt. Ja, klar, das kann man in der Zeit ja drin schon wieder hier voll nach Brand, ne? Ja, es zieht es rüber, ja. Ja, aber wovon? Hier ist doch keine Bewegung drin. Doch, doch. Hier drin ist jede Menge Bewegung, gerade was Luft angeht. Ja, jeder Raum hat ja sein eigenes Wetter, ne? Genau. Deswegen auch Luftzüge und so weiter, das kann alles im Raum entstehen. Ja, wir haben ja alle einen Atem, eine Körperwärme und hier ist eine Temperatur. Und die Temperatur ist hier anders als. Also, ne, von den Zirkulationen ist die hier anders als da. Mhm. Ne?
So, wo ist jetzt? Da war nichts. Nee. Ups, also da habe ich genau drauf geachtet. So, wenn da jetzt gerade jemand bei meinem Gerät ist, magst du das nochmal machen? Ja, weißt du doch nicht, wie das werden kannst, ne? Wenn es nur immer mal so sporadisch mal kurz aufschlägt. Ja, das ist, ich weiß es auch nicht. Also, würde ich eher sagen, dass vielleicht... Überleg mal, wir sind ja hier in einer Scheune mit Stroh, mit allem möglichen... Ja, ich würde vielleicht auch denken, dass vielleicht von draußen irgendwo ein Funksignal... Das kann natürlich auch sein, ja, ja, das kann natürlich auch sein. Ja. Vielleicht mit der LKW draußen, der Funk. Kann sein. Was für ein LKW? Hm? Oh, Funk, die können, also CB-Funk, das kann ganz schön weit gehen, ne? Wollen wir vielleicht mal rüber in den anderen Raum wechseln? Ja, lass es mal. Hi. Die kriegst du nicht ganz zu. Geht nur mir das so oder ist das ziemlich kalt? Ja, kalt. Richtig kalt. Alter Schwede. Bevor wir heute just. Voll am Zittern. Hätte ich ja gar nicht mit gerechnet. Eieiei. Oh, Ilona. Oh! Gott, ist das. Wow, okay. Was bist du? Hallo, Ola. Hey. Ja, die Range ist sehr groß. Ich weiß, wenn ich mich jetzt mal so normal bewege. Schöner. Bin ich schon nicht weit. Das wäre crazy. Das wäre jetzt krass. Ja. Ja, was wir ja auch nicht wissen, ja, ist ja, ob die sich da drüben oder hier umgebracht haben. Keine das, die Möglichkeiten hast du auf beiden Seiten. Die hast du überall. So, für alle, die uns vielleicht drüben nicht gehört haben, hallo erstmal. Ist denn mit uns noch jemand in diesem kleinen Raum? Da war es gerade so irgendwie meine Mütze so eine Spitze so eine Bewegung hatte. Das hatte ich aber auch schon gesehen. Weil ich habe jetzt irgendwie Fledermaus drüber und ja, meine Mütze. Oder als ob eine Spinne auf deinem Kopf sitzt, obwohl du eine Mütze drauf hast. Wenn du es aufhast, dann wie es auf einer so von oben auf der Spitze bewegt, sodass es unten an den Armen schmilzt. Ja. So. Ja. So machen wir das gerade. Ja, okay. Bleibt ihr hier, ich gehe mal rüber in den anderen Raum. Mach das. Also mal gucken, ob irgendwas passiert, wenn wir ein bisschen aufgeteilt sind. Ja. Und? Nein. Nix, ne? Ja, ich würde auch sagen, dass wir langsam mal nicht wenden können. Oder? Jo, das passt. Wir werden nicht langsam in diese Kante. Um die 4 Stunden. Zeig dir schon. Oh, meine Güte. Die Range ist echt gut. Ja.